Ja, jetzt nimmt er auf, okay. Ja, so ist das Leben, ne? Da geht so mancher Schuss daneben. Ich habe Ronny wieder nicht gekriegt, ja. Ist mir jetzt aber auch erstmal Jacke wie Hose. Ich bin gerade wieder drin und war beim Teufelssee, beim Teufelssee. Ja. So. Ja, oh, ich bin viel zu laut. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist halb eins? Eieiei. Jochen ist beim Tischtennisturnier. Mal sehen, wie weit er kommt. Heute geht es ja um Einzelwertung. Bin ja mal gespannt. Also wir beide sind zufrieden, wenn er unter die ersten 30 kommt. 70 machen damit. Bin mal gespannt, welchen Platz er macht. So, des Weiteren, ich bin ja hartnäckig, ne? Gott sei Dank, ja. Obwohl ich für heute habe ich die Schnauze voll von Ronny, ja. Ganz einfach deswegen, jetzt nicht, weil ich ihn nicht gerne habe, sondern ganz einfach, weil er manchmal so Sachen von sich gibt, wo er nicht mehr weiß, was das war und so weiter. Ja? Und das stört mich natürlich. Ne, ja, das ist ja gut, Schluss, das ist schon wieder Hetzen hier. Nein, mach ich nicht. Also Ronny, du bist mein Süßer. Mal gucken, wenn ich Lust habe oder so. Jetzt ist halb eins, also so schnell muss ich ja nicht rausgehen. Ne? Ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun, ich muss auch noch einkaufen gehen. Ne? Das ist ätzend. Ich hasse das. Einkaufen, weil man da Geld ausgeben muss. Ich finde das widerlich. Also, ich gebe gerne Geld aus. So ist das nicht. Ja, versteht mich bitte richtig. Ja? Aber nicht für alle. Ja? Und so sieht's aus. Ne? So sieht's aus. Ich gehe nach Haus. Ja, es ist ein blödes Gelaber hier. Ja, es ist die Langeweile. Ich muss euch ein bisschen lange. Ja? Versteht ihr mich mal richtig hier? Ja, Langeweile, das kenne ich ja nicht. Gut, okay. Ja, die Sonne scheint. In Brandenburg jedenfalls. Ja. Zwar ist es auch oft bewölkt, aber es stört nicht. Ne? Ist schön warm, so ist schön, so kann es bleiben. Ja, so liebe ich das. Weil ich brauche keinen Schnee. Ich finde ihn zwar schön in den Bergen, aber in Großstädten finde ich den nicht gut. Hier ist es natürlich was anderes. Ja? Ja, also hier in Brandenburg und speziell in der Gemeinde Sediner See, ja, kann ich nur eins sagen: am Dienstag habe ich endlich einen Termin, wo es um eine Wohnung geht. Da erfahre ich denn endlich, ob ich nun hier eine Chance habe, eine Wohnung zu bekommen oder nicht. Ja? Darauf freue ich mich. Ja? Ich gehe mal davon aus, dass man mir nicht mehr so gram ist und mir eine Wohnung vermietet. Ja? Darauf freue ich mich, falls das der Fall ist. Ich sage mal, ich muss abwarten. Ne? Man weiß es ja nie. Ne? Ich meine, immerhin habe ich ja mit dem Herrn Bürgermeister, den hat ja oft genug beleidigt, ja, und oft genug fälschlicherweise angemacht. Also ich muss echt sagen, im Prinzip läuft es gut unter ihm. Ja. Gibt natürlich so Sachen, die mich stören, wie zum Beispiel, wenn Bänke aufgestellt sind und es gibt keine Mülleimer, wo man seinen Müll reinschmeißen kann. Ja, aber das, wie gesagt, das muss nicht am Bürgermeister liegen. Also, da habe ich keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Ja, ich bin der Meinung, wenn man Bänke aufstellt, wo sich die Leute hinsetzen, dann muss da auch ein Mülleimer sein. Gibt hier Bänke, wo keiner ist. Ne? Und das ist natürlich nicht gut. Genauso wenig ist es gut, dass so wenig Kontrolle gemacht wird am Teufelssee. Ja? Nicht jeder hat eine Genehmigung, mit seinem Auto dahin zu fahren.
Die Angler, das, okay, das verstehe ich. Wenn die das bezahlt haben, ja, weil dieses ganze Equipment damit mitzuschleppen, das ist natürlich, das geht nicht. Das ist zu weit weg. Ja, ja, das ist ungefähr, wer sich auskennt, Grunewaldsee, wer da Bescheid weiß, ja, Klärlehrin, da muss man auch eine ganze Weile laufen. Ja, ja, auch von der anderen Seite, da wo die Arbeit ist, muss man auch eine ganze Weile laufen, ehe man da zum Grunewaldsee kommt. Ja. Und auch, ach, wir haben ja auch einen Teufelssee. In Berlin gibt es ja auch einen. Zumindest ein Teufelsberg. Ob der jetzt da Teufelssee heißt, weiß ich nicht. Aber ein Teufelsberg. Da haben die Amis spioniert. Haben sie den ganzen Ostblock abgehört. Echt jetzt. So, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich krieg's dann schlechte Laune, wenn ich jetzt hier weitermache. Also, feiern angesagt. Ohne Ende, bitte. Ne? Darf ja nicht dran denken. Wie lange bin ich jetzt schon am Wochenende? Oh, ist das geil. Oh, das wird immer länger, der Zeitraum. Warum? Na, ich sorge dafür. Selbst. Was war denn das? Da war hinter mir was. Wer denn? Ach, Jill versucht aufs Klo, um da die Scheiße rauszuholen von den Katzen. Hat die das gemacht? Sag mal, das gibt's doch ja nicht, die frisst. Ey, pfui, wie hast du das gemacht? Das ist ja unglaublich. Ich hab da extra hier was davor gestellt, wo ich dachte, das ist so schmal, da kommt die nicht durch. Da ist die doch durchgekommen. Gut, okay. Oh, war ja, Mensch. Das finde ich eklig, ja. Wenn Hunde. Aber Menschen machen das auch. Also Menschen fressen auch Scheiße. Ja? Beim Sex zum Beispiel. Hm? Okay, gut. Mensch, bin schon wieder nicht zu sehen hier. Was ist denn das? Hallo, Eugby. Hey. Hier wird nie randaliert. So. Ey, das ist aber jetzt Mist. Hier ist Licht. So, ist schön. So. Also, habt einen schönen Samstag. Tag des Herrn. Ja. Gestern habe ich mit dem Alten telefoniert. Ja. Da sage ich ihm, gehst du heute tanzen? Da sagt er zu mir, nö, heute ist Freitag. Sagt er zu mir. Ja, ich war schon wieder auf Samstag. Ich weiß ja, dass er immer nur Samstag tanzen geht. Ja. Der Alte, ja. Ich weiß nicht, ob er heute geht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe zwei gefragt, aber er wusste, hat er mir keine richtige Antwort gegeben. Ich war schon erstaunt, dass er mich zurückgerufen hat. Als ich ihm gebeten habe, ja, habe ich zu ihm gesagt, ey, kostet mich jetzt. Hat er das erste Mal in seinem Leben, ah nee, nicht lügen. Er hat mich ja schon öfters mal angerufen. Aber, naja, ist egal, jo, alles ist Tutti Frutti, kennt ihr Tutti Frutti? Ich schon. Ja, oh, Solo mio, okay, ciao.